letztendlich zeigen auch diese Verhandlungen wieder, dass es genauso gekommen ist, wie wir vor der letzten Bundestagswahl gesagt haben. Wir haben thematisiert, es darf doch nicht sein, dass die Fehlentscheidungen in den Banketagen, dass sie letztendlich wieder bezahlt werden von der Bevölkerung. Aber die Hartz-IV-Verhandlungen zeigen, dass genau das eintritt. Man spart genau bei den Schwächsten der Bevölkerung. Und das ist ein Grund, die Linke stärker zu machen. Wenn die Linke nicht stärker wird, dann wird Deutschland niemals wieder sozial werden. Der zweite Grund, den darf man ja auch nicht außen vor lassen, der war vor einiger Zeit eben die Abstimmung über Afghanistan. Ich will das gleich an den Anfang stellen. Ich habe mir ja immer noch Hoffnung gemacht, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands würde irgendwann zurückfinden zu dem, was Willy Brandt immer gesagt hat. Er hat gesagt in seiner Nobelpreisrede, und das dürfen wir niemals vergessen, der Krieg ist nicht die letzte Form des Vernünftigen, die Ultima Ratio, sondern er hat gesagt, der Krieg ist die höchste Form der Unvernunft, die Ultima Irratio. Und so sehr ich noch verstehen kann, liebe Freundinnen und Freunde, dass jemand am Anfang wirklich glaubte, weil er naiv war und weil er die Zusammenhänge nicht sah, dass dort die Bundeswehr hingeht, um Brunnen zu bauen und sicherzustellen, dass Mädchen zur Schule gehen können. Das kann man ja vor vielen, vielen Jahren geglaubt haben. Aber nach dem Verbrechen von Kunduz darf niemand mehr für diesen Krieg stimmen, wenn er nicht moralisch völlig in der Ecke steht. Im Grunde genommen haben wir doch allen Anlass, unsere Außenpolitik zu überprüfen, nicht nur hier, wenn es um Krieg geht, sondern ich möchte hier auch Ägypten ansprechen. Man hat doch jahrelang so getan, als sei der größte Gegner unserer Wertegemeinschaft ein Einparteienstaat oder eine Diktatur. Aber wenn diese Diktaturen, siehe Saudi-Arabien oder Ägypten oder all die anderen, wenn sie den ökonomischen Interessen eben des Kapitalismus dienen, dann sind sie hoch willkommen und dann spielt die Demokratie überhaupt keine Rolle. Und deshalb will ich hier für die Partei Die Linke erklären, wir erklären uns solidarisch mit den Menschen, die auf die Straße gehen in den arabischen Ländern, die für Freiheit und Demokratie demonstrieren. Diese demokratische Erneuerung beginnt natürlich in den Gemeinden und deshalb finde ich es gut, dass hier die Linke in Hessen auch immer wieder sagt, wir sind für direkte Demokratie. In einem Land, in dem oft in den Parlamenten Entscheidungen, Krieg, Steuern, Soziales gegen die große Mehrheit der Bevölkerung getroffen werden, in einem solchen Land schreit es geradezu nach direkter Demokratie, damit die Bevölkerung selbst entscheiden kann, wo sie hin will und nicht eben entschieden wird, wo sie hinzugehen hat. Und wir wollen nicht nur Volksentscheide und Bürgerbegehren, nein, wir wollen auch das in den Gemeinden, und das ist unser Markenzeichen, dass in den Gemeinden auch wieder etwas entschieden werden kann, auch in den Gemeinderäten, in den Ortsräten oder Bezirksräten oder Kreistagen. Und das ist ja die Kampfansage an die Politik der Neoliberalen aller Schattierungen, weil sie durch ihre Politik in den letzten Jahrzehnten sichergestellt haben, dass immer weniger in den Gemeinden entschieden werden kann. Und das war eben das, was wir die Enteignung der Bevölkerung genannt haben, dass man alles, was eben in vielen, vielen Jahren von den Gemeinden aufgebaut worden ist, irgendwann im Privatisierungswahn verkloppt hat, weil man glaubt, kurzfristig Haushaltslöcher stopfen zu können. Nein, wir halten dagegen. Das ist unser Markenzeichen. Öffentliche Leistungen gehören in öffentliche Hand und nicht in die Hand von Privaten. Die Grundsatzfrage ist die, was gehört aus welchen Gründen wem? Der
eigentlich eine ganz einfache Frage. 88% der Deutschen haben kürzlich gesagt, die jetzige Wirtschaftsordnung erfüllt weder die soziale das Kriterium der sozialen Gerechtigkeit, noch führt sie das Kriterium der Demokratie, noch wird sie dazu führen, dass wir die Umwelt schützen. Das ist ja richtig. Letzteres ist im Übrigen auch die Auseinandersetzung mit den Grünen. Wir müssen die Frage stellen, welche Wirtschaftsordnung wir in Zukunft haben wollen, um solche Entwicklungen, wie wir sie jetzt hatten, solche Entwicklungen zu vermeiden. Das ist der Kernansatz der Politik der Partei Die Linke. Und wir wollen eben eine Wirtschaftsordnung, die dazu führt, dass soziale Gerechtigkeit möglich ist, dass Demokratie möglich ist und dass eben Nachhaltigkeit möglich ist. Und die gegenwärtige Wirtschaftsordnung, da haben 88% der Bevölkerung, der Befragten recht, diese Wirtschaftsordnung leistet das nicht mehr. Und da muss man eben bei dem Geldumlauf muss man anfangen. Denn die alte Volksweisheit, Geld regiert die Welt, stimmt. Wir haben das jetzt ja gesehen, man muss also keine Ismen oder irgendwelche Fremdwörter jetzt um sich werfen. Nein, Geld regiert die Welt. Wir haben das gesehen in allen Industriestaaten. Alle Sprüche der Regierenden, ob Obama, Merkel, Sarkozy oder wen immer man nehmen will, alle Sprüche, man wolle jetzt die Geldverwalter an die Kette legen, sind alles leere Sprüche. Sie haben nichts zustande gebracht bis jetzt. Der ganze Tanz geht ununterbrochen weiter. Und weil das so ist, haben wir einen ganz einfachen, nachvollziehbaren Vorschlag als Partei Die Linke als Einzige. Wir wollen Spenden an politische Parteien durch Unternehmen, Banken und Versicherungen verbieten, weil wir keine gekaufte Politik wollen. Wir wollen sie nicht. Wir sind die Partei eben eines öffentlich-rechtlichen Bankensektors. Das ist der Schlüssel zur Gesundung der Wirtschaft überall in der Welt, auch in Deutschland. Vor einem Jahr wurde eine Frau ausgezeichnet, die in den Vereinigten Staaten lehrt, Elinor Ostrom. Und sie hat untersucht Gemeinschaftseigentum und Privateigentum. Und sie kam zu dem Ergebnis, dass Gemeinschaftseigentum nachhaltiger, umweltfreundlicher bewirtschaftet wird als Privateigentum. Das ist im Übrigen nichts Neues. Früher gab es den Allmendebesitz in Deutschland. Also etwa die Weiden gehörten dem ganzen Dorf. Und natürlich hat das ganze Dorf darauf geachtet, dass die Weiden nicht zerstört worden sind. Wenn man es dann einem überträgt, dann kommt er auf die Idee, dort eine Kiesgrube hinzumachen oder sonst irgendetwas. Auf jeden Fall wird das dann nicht mehr so ökologisch verwaltet. Das hat diese Frau erforscht überall. Und das ist auch die zentrale Herausforderung an die Grünen. Ich rufe die Linke noch einmal auf dazu, dass das, was die Grünen in ihren Programmen erzählen oder so, sie sind ja auch, wie Golo Mann rechtzeitig erkannt hat, Golo Mann hat schon vor Jahren gesagt, die Grünen sind die neue FDP. Der hat das richtig gesehen. Sie, ja. Die Grünen versuchen mit dem Placebo grüne Marktwirtschaft den Menschen in Deutschland klarzumachen, mit ein bisschen Umweltschutz, aber Beibehaltung des jetzigen Wirtschaftssystems sei die ökologische Frage zu lösen. Das ist ein gewaltiger Irrtum, stellt die Grünen an dieser Stelle. Sie täuschen die Menschen in ganz Deutschland mit einem Wirtschaftssystem, das auf Expansion, auf immer mehr, auf immer höheren Gewinn orientiert ist. Ist die ökologische Frage nicht zu lösen, liebe Freunde und Freunde. Da müsst ihr die Grünen stellen. Das ist keine bösartige Behauptung der Linken, sondern es ergibt sich aus den Forschungen eben der Nobelpreisträgerin, die ich gerade zitiert habe, Elinor Ostrom. Das ist auch in Deutsch veröffentlicht, kann jeder nachlesen. Es gibt keine Partei, die fehlerfrei ist. Es wird immer Irrungen und Wirrungen geben in allen Parteien. Wo Menschen zu entscheiden haben, wird es immer Fehler geben. Aber wir müssen glaubwürdig sein im Gegensatz zur Konkurrenz. Und das heißt ganz einfach, dass wir nach den Wahlen so handeln, wie wir vor den Wahlen erklärt haben. Das ist der Grundsatz, nach dem wir vorgehen müssen.